Ja gut, aber bei der John Deere ist das schlimmer. Die John Deere ist da saumäßig empfindlich. Wenn da ein bisschen Dreck in den Knüpfer reinkommt oder ein bisschen Staub, dann macht die offene Ballen, dann rutscht einfach das Seil durch den Knüpfer durch. Dann macht die offene Ballen, die muss sauber gehalten werden. Bei der Welker, der ist es scheißegal. Der Knüpfer kann dreckig sein, wie er möchte. Funktioniert trotzdem noch der Knüpfer. Ja klar, da klemmt doch teilweise Strom mit drin, aber das ist scheiße. Das sorgt halt für höheren Abrieb. Bei uns nicht, wir haben damit keine Probleme. Ja, es erhöht trotzdem Abtrieb, auch mit Schmiermittel. Es erhöht den Abtrieb. Ich weiß ja nicht, wie viel Ballen ihr macht am Jahr. Ja, Stroh waren 600 irgendwas und wir haben noch ein bisschen was mit der Fortschritt gepresst. Aha. Nee, halt. Habe ich jetzt Stroh gesagt? Ja. Sorry, entweder das Stroh und Heu und Stroh, da weiß ich die Anzahl nicht, da war ich nicht mit. Aber es werden auch schon so um die 1000 Ballen gewesen sein. Na gut, so viel haben wir nicht gepresst. Wir haben dieses Jahr insgesamt 600 Ballen Stroh und 400 Ballen irgendwo Heu gemacht. Ja, aber da siehst du mal, was zwei Pferde alles brauchen. Es ist wirklich nur für zwei, obwohl wir verkaufen noch ein bisschen was. Ja, wir verkaufen das meiste und zudem pressen wir auch für andere. Also ich habe jetzt alles genommen, was wir gepresst haben mit dieser Presse dieses Jahr. Das heißt, wir sind definitiv schon. Belgern hält einfach nur die Ballen aus. Aber es sieht gut aus, die Presse. Nicht nur die Presse sieht gut aus, die arbeitet schön. Die ist schön animiert meiner Meinung nach und die Ballen sehen auch nicht verkehrt aus. Ja, Du kannst ruhig fahren. ich habe mir gerade die Presse angeguckt. Ach so. Ja, dann kannst du natürlich nicht fahren. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Fass ich da drüber? Ja klar. War, ja, passt. Okay, na dann. Ach, der Reifen von der Welker Die passt nicht. Presse reicht nicht. Soll ich sie vorher wegnehmen? Ich kann es auch von mir her schieben. Nee, ich tue sie weg. Oder tue Grüße weg. Die kann man also doch nehmen. Muss erstmal gucken, ob man die wirklich richtig nehmen kann. Ja, perfekt. Passt doch. Geht zwar etwas schwerfällig, aber es geht. Ich glaube, die sind auch einfach besser für den Kuhbetrieb dann und alles. Bounce. Schlecht sind die nicht? Nee, dann kannst du sie in die Hand nehmen und kannst sie so verfüttern. Nur mit Milchfutter wird es dann wahrscheinlich ein bisschen lästig, aber wir haben ja noch große. Ja. Dann lass mal dann Lohner kommen, lass mal mit dem Lohner pressen. Genau. Soll der mit seiner neuen Maschine kommen? Wir fahren trotzdem mit unseren Oldies. Wir können uns einfach keine moderneren Maschinen leisten. Wir wollen es nicht, weil wir die alten selber reparieren können. So musst du das sagen. Wir haben Glück, dass wir uns selber noch finanzieren können. Ja. Was wir im Moment gerade nicht können, so tief wie wir in den Schulden sind. Wir haben 50.000. Ich kann die Schulden zumindest so guten Teil zurückzahlen. Sollten wir auf jeden Fall das nächste machen. Wir sollten erstmal noch ein Mähwerk kaufen. Ja, so Sachen noch anschaffen und Mähwerk, dann. Fader, Schwader. Fertig. Aber auf jeden Fall mal noch zurückzahlen. Und was ich jetzt für die kleinen Ballen noch holen werde, ist dieses Joschken-Ding. Dann tilgen wir die Schulden. Wenn die Schulden abbezahlt sind, dann werden wir noch sparen und möchte ich mir gerne mein Deutz kaufen. Okay, wie du möchtest. Schon eine schöne Presse, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mir gefällt sie. Wenn es jetzt noch einen geilen Anhänger dafür gibt, dann wäre ich super zufrieden. Ja, die bräuchte einen Auswurf.
den sie leider, leider, leider nicht hat. Ja, nee, generell ein Anhänger, der vielleicht auch automatisch lädt. Ja, na. Autoloader. Ja, genau. Der für Kleinballen auch geht. Ich werde mal noch einen Mod jetzt demnächst mit reinnehmen, dass du, wenn du über den Hänger fährst, R drücken musst. Wieso? Weil ich das schöner finde, wenn du das manuell machen kannst. Inwiefern manuell? Was willst du denn überhaupt mit R machen? Was, ich weiß gar nicht, dass du Wenn du gerade. über, wenn du zum Abbunkern an Hänger fährst, Ach so, ja. Du, ich weiß ja. dass du es manuell einschalten Wir kannst. haben halt gerade von Ballen geredet, deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen einen Knoten im Gehirn gehabt. Ist ja nichts Neues. Ja. Aber ich glaube, es hat jeder manchmal. Soll ich denn den Joskin nehmen? Also gebraucht ist klar, weil wir haben nicht so viel Geld. Welchen Aufbau soll ich den so nehmen, wie wir den haben? Also so einfach nur Ja, einfach kleine nur. Ding oder mit Ladebordwänden, also noch Ladebordwanderhöhung. Einfach nur so. Weil für die Ballen macht es ist nicht so unbedingt Vorteil, da noch einen höheren Ding drauf zu machen, oder? Könntest noch ein paar mehr draufpacken. Ja, dann nehm halt mit. Muss ganz ehrlich gestehen, es läuft noch relativ stabil für das, dass wir so viele Mods drauf haben und jetzt überall so viele Ballen rumliegen. Im Gegensatz zum Ja, und ich habe immer noch nicht den neuen PC, ne? Ja. Möchte mal sagen, dass ich dann auch am Überlegen bin, eventuell doch aufzunehmen, was weiß ich, wenn das verkraftet. War es welcher? Den, welchen kaufst du dir jetzt überhaupt? Entweder den wir uns beide ausgemacht haben, Aha. also den du mir gezeigt hattest, Ja. oder musst mich halt nochmal neu beraten, weil ich habe da in dem Thema keine Ahnung, ich kann bloß drauf zocken. Ja, okay. Also meiner ist in dem Sinn nicht schlecht. Ich habe ja meinen geschickt, glaube ich. Also, wenn man jetzt so Sachen zocken möchte, wie du zockst, dann ist es völlig ausreichend. Eine SSD habe ich mir noch nachträglich eingebaut, einfach wegen den Aufnahmen, aber sonst. Eine Frage. Kann ich an das Ding noch eine zweite Grafikkarte anschließen? Nein. Schade, weil sonst würde ich die 170er, die ich jetzt drin habe, dann noch mit reinknallen. Weil das ist eine Motherboard nur mit einem Anschluss. Müsste man also tauschen, ja. Ja. Weil zwei starke Grafikkarten laufen besser, weißt du? Ich weiß auch nicht, ob die sich überhaupt kombinieren lassen, wenn es von anderen Herstellern sind. Wieso, da ist doch glaube ich auch eine, da ist doch glaube ich eine Nvidia 1050 drin. 1060 habe ich zumindest drin. Was, welchen ich dir überhaupt Ja, geschickt habe. siehst du, und ich habe eine Nvidia GTX 90, also 979. Was? Wirklich? Ich habe jetzt gerade das neue Video veröffentlicht. Minecraft, nee, das war Forest Hashtag 12 und jetzt bekomme ich selber eine Benachrichtigung, dass ich ein Video veröffentlicht habe. Ja, nee, ich musste mal daran erinnert werden, dass ich ein Ach, Video wirklich, veröffentliche. hast du das? Ja. Mein Programm möchte mich daran erinnern, dass ich ein Video veröffentlicht habe. Hab da gar nicht geguckt, ob die. Hast du schon was hochgeladen von uns? Nein, von uns noch nicht. Das kommt dann aber diese Woche noch. Diese Woche noch, Donnerstag, glaube ich. Werde ich mal entweder Doch Landwirtschaftssimulator scheiße, oder da habe ich draußen. heute auch gar nichts zu gucken. Ah ja, kannst du ja Forest reinziehen. Mir geht sowieso der Content aus, was ich gucken kann. Ja, es kommt ja bald Videos. Ist über einen Tag keiner da zu zocken? Ich habe derzeit nicht gerade irgendwie keine wirkliche Lust auf dem Hof zur Arbeit. Ich auch nicht. Das Rübenernten war mal so eine Sache, da habe ich mir mal ein bisschen Zeit gegönnt und ein Nö, bisschen Rüben. ich warte jetzt auf das Map-Update.
Alter, sind es viele Ballen. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Nein, bitte nicht. Dieses Lied. Soll ich da dann den Kleinen, soll ich da dann doch über den Anhänger, den wir jetzt am Deutz haben, leer machen? Oder soll ich da mit dem Ballenwagen noch mitkommen? Inwiefern? Ballenladen. Also ich werde das Josking-Ding holen. Mhm. Entweder fahren wir alles damit. Das wäre ein riesiger Aufwand. Ja, ich weiß nicht, wie viel drauf geht. Ich denke mal 10 Ballen mindestens. Ja, 10 Ballen, aber guck mal, wie viele hier rumliegen. Sind überaus mehr wie 10. Ist die Frage, ob du dir auf dem Josking-Ding angurten kannst. Ich hoffe. Ich denke, wir holen noch den normalen Ballenwagen dazu. Den wir auf dem Hof haben. Ja. Den flach. Ich hätte sonst auf den HW60 geladen. Nö. Ich komme mit dem IHC und dem anderen Ballenwagen, mit dem Einachser. Dann kannst du dir ja den Deutz krallen mit dem Josken. Boah, dieses Häckselgut flimmert bei mir so ein bisschen, da krieg ich wieder ein... Echt, flimmert das bei dir? Ja. Warte mal. Liegt das in meinem Shader? Ja, das liegt in meinem Shader. Ich habe nämlich einen Shader drin. Bei mir sieht Landwirtschaftssimulator definitiv anders aus. Kannst du dir mal angucken, das Video, dann siehst du ja, dass das anders aussieht, weil du spielst ja Landwirtschaftssimulator ohne Shader, oder? Ja, aber auf High halt, ne? Ja, ich auch. So sieht's jetzt aus ohne Shader. Ich habe gerade kein Rückwärtsgas gegeben. Ich bin vom Hänger aus rückwärts komplett die Straße runtergerollt. Ja. Also nur zur Info für alle meine Zuschauer. So sieht's aus ohne Shader. So sieht's aus mit Shader. Ich find's mit Shader geiler. Sieht natürlicher aus. Sieht ein bisschen echter aus. Alles lebendiger. Nicht so. Ja, aber das flackert halt. Ja. Nicht so gut. Damit kann ich noch einigermaßen leben. Sofern meine Zuschauer. Definitiv an den Bäumen an der Straße was verstutzen. Rasierst du wieder alles ab mit deinem Dominator? Der dominiert die Straße. Soll sich alles dominieren. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Noch gar nicht so spät. Geht ja noch. Soll ich schon zum nächsten Feld umsetzen oder soll ich noch hochfahren? Fahr zum nächsten Feld. Was haben wir denn auf dem nächsten Feld? Raps, oder? Wir haben noch Raps, wir haben noch Soja. Oh, mach den Raps weg. Dann kann ich schon mal anfangen laden. Nö, ich lade jetzt noch mit. Das ist wahrscheinlich eine Aufgabe, die müssen wir auch einfach zu zweit machen. Das sind viele Ballen. Sonst dauert's ewig. Ja gut, dann fahre ich mit dem IHC zum Hof, wasche die Presse, hänge mir den Anhänger an den Einachser und dann komme ich hoch mit dem IHC. Der Raps sieht ja echt komisch aus. Ist nicht aus wie Standard. Ja, da ist in der Map wieder was anderes eingebaut, aber das ist ja... Ja, der ist viel dunkler. Ist doch schön. Das sieht viel rapsiger aus. Rapsiger. Wieder diese Begriffe. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Viel mehr Raps-like. Mehr nach richtigen Raps aus. Ja, genau. Übrigens von dem Feld sind... Also von dem Feld ist fast ein Anhänger runtergekommen. Oh ja, geht ja. Hätte besser sein können. Übrigens, dieses Feld ist schon gepflügt. Ist schon gepflügt? Ja, wurde schon mal gepflügt. Okay. Habe ich mit dem ganz kleinen, also mit dem kleinen Schlepper, den wir nicht mehr haben, gepflügt und den 3-Schar oder 2-Schar, was das war. 2-Schar. Das war Arbeit. Ich bin mal froh, wenn wir unsere John Deere dann, wenn ich meinen John Deere kaufen kann. Ich würde den gerne mal testen. Den können wir ja später gegen den EHC eintauschen, weil Woody kommt ja bestimmt nicht wieder. Ja. Zumindest gehe ich nicht davon aus.
Müsst ihr mal gucken, wie viel PS das der hat, dass wir ungefähr einen vergleichbaren Traktor haben, wenn wir den IHC verkaufen, weil für die Presse braucht der jetzt auch schon genügend Power. Warte die mal. Die Presse, die kannst du mit dem kleinen Deutz ziehen. Ich guck grad mal rein, was der hat. Hier steht er. 56 PS. Könnte IHC reichen. 72. Ist aber auch egal. Die Presse braucht 51, passt. Ja. Ja, gut. Dann gucken wir, ob er es auch zieht, weil der ist jetzt schon mit, selbst der 72 PS Traktor ist im Moment gerade ziemlich ausgelastet mit der Presse. Wenn er es dann packt, dann ist es in Ordnung, wenn er tänkt so einen kleinen Deutz. Dann ist es auch kein Problem. Da haben wir halt einen Hochschlepper. Genau. Aber den John Deere möchte ich halt für Heu machen und solches Zeug, weil da möchte ich nicht die großen nehmen für die Heumaschinen und für Mähwerke jetzt auch nicht unbedingt. Doch fürs Frontmähwerk brauchen wir halt den Deutz, aber sonst fürs Heckmähwerk, was wir dann noch als Mod haben oder runterladen wollen, möchte ich jetzt nicht unbedingt den 90 PS Bulldog hinhängen. Naja, du könntest mit dem RB-Truck oder dann später mit dem 681 könntest du beide Mähwerke nutzen. 681 ist fast schon zu übertrieben, das packt selbst der kleine Deutz. Ich weiß nicht, wie viel PS das kleine hinten braucht. Das weiß ich auch nicht, aber ich denke nicht mehr wie 50. Weil 50 PS wäre so für so ein kleines Mähwerk schon ordentlich. Da haben müsste schon Lagerschaden haben. Irgendwo kleines Gewicht rumstehen? Ja, das Fassgewicht. Nee, kleines Gewicht. Kleines Gewicht, nee. Ich kenne keine kleinen Gewichte. Also die Presse ist für dieses Jahr sauber, weil wir pressen dieses Jahr nichts mehr. Außer Heu vielleicht noch. Heu ist nochmal. Dann ist die aber wieder dreckig, das geht ja gar nicht. Musst du nicht waschen, sonst rostet sie bloß. Hab ich jetzt aber. Damit die Stroh draußen ist. Verdammt nochmal. Pressen werden nicht gewaschen. Ja, das weiß ich, aber wo zeigt mir einen Kompressor und ich mach's. Lade ich halt einen Kompressor-Mod. Kannst du ja den vom Traktor nehmen, den Kompressor. Übrigens, das Deutz Fahrmähwerk kostet 2950 Euro. Das ist ja wenig. Das ist echt wenig, aber das könnte passen. Also gebraucht auf jeden Fall vom Preis, ja, her. Kommt drauf an, wie gut gebraucht. Wenn es jetzt ein totaler Schrotthaufen ist, würde ich auch keine 2000 mehr verlangen. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es passen sollte. Nehmt euch in Acht, ich komme im Anhänger. Also ich kann, ich kann das Jöskin-Ding mit Verlängerungsgittern bestellen. Mit Ladebordwand. Standard. Ja, die beiden Sachen. Ich würde mit Ladebordwand. Gut, da kostet das Ding 4000. Ja. So, bestellen wir mal noch ein angemessenes Gewicht. 3 Tonnen. Irgendwas Boom. Schickes. Nee, hey, irgendwas Schickes. 440 Kilo Fiat. Ja. Weil es ist so schön ausgearbeitet. Sieht fast aus wie Deutz Gewicht. Warte mal, ich guck gerade mal, ob man beim John Deere irgendwie was machen kann. Kann man da was umstellen? Interessiert mich gerade. Da ist er. Kann ich da was? Frontladeranbau, ja, nein, mehr kann ich nicht machen. Aber eine Kabine halt, dann sind wir schon mal im Trockenen. Guck mal in Shop, wir haben jetzt verschiedene Schwader. Aha. Shop, warte Zeta, mal. Zeta, sorry, Zeta. 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 Aha, ja. Welche davon willst du? Warte mal, haben wir denn überhaupt einen Schwader? Ja, okay. Ja.
Ich würde eher den breiteren nehmen, den Zip Spider 350. Den hier. Also den ausklappbaren. Okay. Ja gut, 350 geht. Und dann bei Schwa da hinten den Den PZ. Highboy, ja. Der hat 1,20 Arbeitsbreite. Wir haben schon den Pöttinger. Willst du weiter den Pöttinger nutzen? Oh, lass mal den. Da müssen wir es nicht wieder verkaufen. Lassen wir gerade den. Lass den Pöttinger, weil der hat wenigstens 4 Meter Ja, Arbeitsbreite. es ist besser. Würde ich auch sagen.